Hallo, liebe Solopreneure. Herzlich willkommen zurück. Sage ich mir, ich weiß ja nicht, wer dazu kommt jetzt gleich live. Wir reden ab heute, diese Woche, über das Thema Simple Business. Ich habe es letzte Woche oder vorletzte Woche angekündigt und ich habe letzte Woche in meine Free-Flow-Woche erstmal gar nichts gemacht, also ganz viel herumgehangen, viel in der Natur war ich gewesen, viel spazieren im Fahrradfahren mit dem Hund. Und dann, ich glaube, es war Donnerstag oder Freitag, ich habe begonnen, Lust zu empfinden, mich hinzusetzen und mir Gedanken zu machen über das Thema Simple Business. Und ich habe schon einige wichtige Kategorien identifiziert, 5 Stück an der Zahl, 3, die noch in engere Wahl kommen. Und du und ihr werdet demnächst mehr davon hören. Also was verstehe ich unter Simple Business? Warum finde ich es wichtig? Wie ich das selber anstelle in meinem Business, wie meine Kunden das machen. Und ich habe gedacht, wir könnten heute fokussieren auf das, was man loslässt. Also ich bin keine Feng Shui-Expertin und ich habe keine Ahnung von Entrümpelung in dem Sinn, weil ich eigentlich von Haus aus eine sehr geordnete, strukturierte Person bin. Und ich bin eigentlich ständig in meinem Haushalt, im Auto, bei den Hundesachen entrümpeln und ausmisten, ganz von Haus aus, ganz automatisch und intuitiv. Hallo Eva Maria, Andrea. Und wer ist sonst dabei? Schreib mir unbedingt Hallo in den Kommentarbereich, sodass ich weiß, dass du da bist. Anyway, zurück zum Simple Business. Und ich habe gedacht, so ist das auch in unserem Business. Wenn wir das Gefühl haben, und jetzt rede ich wirklich über Business im Außen, nicht über im Innen das Gefühl, das du hast deinem Business gegenüber, sondern wenn es nur darum geht, zu schauen, wie ist mein Business strukturiert, was biete ich für Programme gerade an, was tue ich für Marketingaktivitäten, mit welchen Kooperationspartner bin ich unterwegs und all diese Dinge im Außen. Und wenn man im Außen schaut und das Gefühl von zu viel Komplexität, zu viel Ballast, zu viele Dinge. Also die meisten Menschen, mit denen ich spreche, in den Kennenlerngesprächen, bei meinen Kunden, aber auch Kollegen, sie haben sehr, sehr häufig das Gefühl, es ist einfach gerade zu viel los. Die haben eine ewige To-Do-Liste an Dinge, wo sie das Gefühl haben, das müsste ich doch erledigen. Und ganz viel Druckgefühl entstammt von dieser Liste. Und ich habe gedacht, bevor wir überhaupt in die Themen einsteigen, zum Beispiel ab nächste Woche über Simple Business, dass wir erstmal schauen, was können wir entrümpeln, was können wir an Ballast abwerfen. Und das war ein ganz, ganz wichtiger Prozess für mich vor Weihnachten, weil ich habe schon eigentlich begonnen im Sommer über meine Programme und Produkte und Marketing für nächstes Jahr, also dieses Jahr 2018, nachzudenken. Aber ich war an einigen Stellen nicht reflektiert genug, ich war nicht ehrlich genug mit mir, ich habe nicht meine eigene Wahrheit sehen wollen. Und als ich erst begonnen habe, das zu tun, und als ich begonnen habe zu erkennen, es gibt wirklich Dinge, die nicht notwendig sind, die ich tue, und ich tue sie weiterhin aus verschiedenen Gründen, die keinen Sinn machen, dann konnte ich das beginnen loszulassen. Und durch das Loslassen entstand sowas wie ein leeres Feld oder ein offenerer Platz, wenn man so will, wo mein Business begonnen hat, aufatmen zu können. Und ich habe einfach gedacht, es gibt drei Bereiche, wo du hinschauen könntest. Und das möchte ich vorweg sagen. Also was ich mir wünsche in nächster Zeit bei diesem Thema, wenn es geht, wenn du Lust hast und wenn du wirklich ernsthaft in deinem Business vereinfachen möchtest, ist, dass du mitmachst. Und zwar wirklich aktiv dich beteiligst an diese reflektierenden Fragen und wirklich auch in dem Kommentarbereich schreibst, was deine Erkenntnisse waren, als du hingeschaut hast. Das eine und vor allem das Wichtigste hat damit zu tun, oder der Grund, warum ich dich darum bitte, ist, du wirst viel mehr davon haben, wenn du
kurz reflektierst und deine Erkenntnisse aufschreibst für dich, ins Tun kommst, mit mir wirklich mitarbeitest, du wirst einfach viel mehr davon haben, als wenn ich nur immer rede und du ein wenig zuhörst. Und das Zweite ist, und ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ist, dass Facebook seine Algorithmen verändert hat. Und zwar dahingehend, dass du, selbst wenn du in einer Gruppe angemeldet bist und dort Live-Videos gezeigt werden, würden diese Live-Videos keine Kommentare bekommen oder verschiedenste Interaktionen wie Likes und Herzen und whatever. Ihr würdet das nicht in euer Stream mehr sehen. Das heißt, es ist auch wichtig, wenn ihr diese Videos in Zukunft sehen wollt, in der Sekunde, wo sie entstehen oder auch später, ist, dass ihr euch beteiligt, um einfach mit diesen Algorithmen mitzuarbeiten. Also, nur mal so vorweg. Das Erste, worüber ich sprechen möchte hinsichtlich der Entrümpelung und der Reflexion, ist über das Pareto-Prinzip. Und vielleicht hast du, oder ich bin mir sogar sicher, dass du über das Pareto-Prinzip was gehört hast. Ich habe das erste Mal über das Pareto-Prinzip erfahren, als ich in einer betriebswirtschaftlichen Ausbildung mich angemeldet habe an der Universität Hagen. Und es kam später vor in meinem Executive Management Studiengang in Wien. Und zwar ist es ein Thema, was aus der Wirtschaft kommt, oder ist es eher in Wirtschaftszusammenhang häufig gebracht, aber was eigentlich sehr einfach ist. Und zwar geht es um ein 20-80-Verhältnis oder manchmal ist es ein 30-70-Verhältnis. Es schwankt zwischen diesen beiden Bereichen. Und zwar ist es die Idee, dass 20% der Aktivitäten beispielsweise in deinem Business zu 80% von deinen positiven Ergebnissen führen. Und zwar diese 20% der Dinge, die du tust, haben eine große Hebelwirkung und die führen wirklich dazu, dass du Kunden gewinnst, dass du Umsatz generierst, dass du Empfehlungen bekommst, weil du gute Arbeit leistest, also all die positiven Dinge, die du in deinem Business machst. Und wiederum, dass 80% der Zeit du mit Dingen beschäftigt bist, die nur zu 20% der Ergebnisse führen. Und diese Dinge sind tatsächlich einfach dann nicht besonders effektiv. Die haben nicht die große Kraft, die große Wirkung, die große Effektivität wie die anderen 20%. Ich gebe euch ein Beispiel aus meinem Leben. Ich habe überlegt, was könnte ich für ein Beispiel überhaupt bringen? Und zwar, es gab eine Zeit in den 3 Jahren, nachdem ich geheiratet habe, 1999, in dem ich viel zugenommen habe. Also ich habe wirklich 20 Kilo oder mehr zugenommen, von 63 Kilo auf 83 Kilo in 3 Jahren, was mein Mann sicher sehr gefreut hat. Der hat so eine schlanke Frau geheiratet und dann in kürzester Zeit bin ich einfach aufgeblasen. Und irgendwann mal war ich selber nicht zufrieden und habe begonnen, Bemühungen anzustellen, um abzunehmen. Und zu dem damaligen Zeitpunkt, weil ich mich vorher nicht so stark mit Gewicht und Abnahme oder Diäten und Ernährungsumstellung mich damit auseinandergesetzt hatte, war das Einzige, was mir einfiel zu dem damaligen Zeit, war, dass ich ganz viel Sport betreiben soll. Also habe ich begonnen zu joggen. Ich habe mich im Fitnessstudio angemeldet. Ich habe Sachen gemacht wie Kickboxing und ganz intensive Sportarten. Und zwar das sehr, sehr regelmäßig. Und ich habe also 80% meiner Kraft und Energie in der Abnahme in diesen körperlichen Aktivitäten hinein quasi deponiert. Und die Ergebnisse waren sehr, sehr mäßig. Und ich war sehr unzufrieden damit, weil ich einfach nicht abgenommen habe, obwohl ich ganz viel Aufwand betrieben habe. Als ich dann auf die Idee gekommen bin, okay, wenn das nicht klappt, dann vielleicht sollte ich mit meiner Ernährung beginnen, mich auseinanderzusetzen, was ich esse, bin ich hungrig, also all diese Themen, die mit Ernährung und Essen zu tun haben. Ich habe mich auch bei Weight Watchers angemeldet und ein Jahr lang Punkte gezählt und habe viel in der Zeit, weil Weight Watchers ein Konzept ist oder war damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, was sich mit Ernährung auseinandergesetzt hat und auch die Gründe, warum wir essen und alles Mögliche. Und als ich auf meine Ernährung begonnen habe zu fokussieren, habe ich bei weit weniger Aufwand
viel, viel größere Ergebnisse geschafft. Und hier kommt Jürgen, es settelt sich wieder zu uns. Das ist ein Beispiel von Pareto-Prinzip aus dem Leben. Also ich bin keine Ernährungsberaterin und all diejenigen, die sich damit auseinandersetzen, können mir gerne das Gegenteil belehren. Aber soweit ich in meinem Leben mitbekommen habe, ist, die größere Hebelwirkung hinsichtlich Abnahme beginnt mit Ernährung gegenüber Bewegung. Auch wenn Bewegung sehr unterstützend ist und sehr gesund ist und für ein Leben lang eine gute Gewohnheit ist, okay? Und jetzt für meine Frage an dich, wenn du in deinem Business schaust, wäre meine Frage, welche 20-30% der Dinge, die du tust, sind wie die Ernährung? Sie haben eine hohe Hebelwirkung. Wenn du da ein bisschen was mehr tust, hast du ein relativ gutes und schnelles Ergebnis. Und welche Sachen in deinem Business, da bist du mit sehr viel Kraft und Aufwand beschäftigst, du verausgabst dich mit Tai Bo und wie heißen diese ganzen Fitnessrichtungen, oh Gott, ich komme dann später wahrscheinlich drauf, mit meinem Gedächtnis ist nicht so gut, also ich werde es später hinzuschreiben, aber du weißt, was ich meine, also du tust ganz viel, aber die Ergebnisse sind mäßig, die dabei rauskommen. Das ist die erste Frage in diesem Video, eine von drei Reflexionen, die wir anstellen. Und ich würde mich unglaublich freuen, wenn du jetzt, wir haben 5 Leute live dabei, jetzt schon ein bisschen überlegst und hinschreibst im Kommentarbereich. Und ich warte noch vielleicht eine Minute, ob was kommt. So, ich kann tatsächlich nur die Eva Maria sehen. Und 5 andere sind an Bord. So. Während ihr überlegt, gehe ich zum nächsten Bereich. Ah, von wem kam dieses Herzili? Meine Güte, das geht so schnell vorbei. Ja, jetzt. Okay, Claudia Götz schreibt Facebook-Posts. Claudia, sind Facebook-Posts für dich die 20%, die zu 80% Ergebnisse führen, also das ist dieser positive Hebel, oder sind es eher 80%, wo du dich ständig beschäftigst damit und es macht wenig, eher diese 80%, die zu 20% der Ergebnisse führen? Das würde mich interessieren. Okay, während ihr überlegt, ich gehe mit dem nächsten voraus. Das andere habe ich mir das Notiz oder das Stichwort geschrieben, Herzprojekte, die mich mehr inspirieren. Was meine ich damit? Naja, das war eine Erkenntnis am Ende des letzten Jahres für mich. Ich habe mit großer Leidenschaft im Jahr 2016 habe ich begonnen, eine Idee zu haben für ein ganz neues Masterminding-Programm, was über 9 Monate geht und wo mein volles Herz dabei war, meine volle Inspiration. Ich habe das mit einer Partnerin zusammen umgesetzt. Es war ein tolles Programm. Und am Ende von dem Jahr ist es so gewesen, dass es irgendwo an den Punkt gekommen ist, wo es gut war. Es war gut, dass ich die Inspiration hatte. Es war wunderbar, das durchzuführen. Es war eine perfekte Partnerin. Es waren tolle Teilnehmer. Es war eine unglaubliche Lernkurve, tolle Lernerfahrung. Alles war stimmig, aber doch, es hat sich nicht richtig angefühlt, dass weiterhin zu betreiben in 2018. Und das war eine Wahrheit für mich, die ich nicht ins Auge sehen wollte. Und vielleicht kennst du das von dir selber auch. Also manchmal rufst du Dinge ins Leben und du hältst nicht an, um zu fragen, ob sie wirklich weitergeführt werden sollen, oder du schaust deine eigene Wahrheit nicht ins Auge, weil andere davon betroffen werden könnten. Und zwar in meinem Fall habe ich gedacht, zum Beispiel, wie sieht das da draußen aus? Wir haben die letzten 3 Monate begonnen, darüber zu sprechen, dass wir das Programm weiterführen. Wir haben Videos gedreht, wir haben Facebook-Anzeigen gemacht, wir haben die Webseite überarbeitet. Wir haben im Außen ganz viel getan und auch im Innen sehr viel Zeit und Geld investiert, um das Programm wieder neu zu starten. Und ich habe gedacht, okay, ich kann nicht aufhören damit
vielleicht oder eine Pause einlegen bei dem Projekt, weil es im Außen schlecht aussehen würde. Oder in dem speziellen Fall war das so, dass dieses Herzensprojekt mit dieser wunderbaren Partnerin zusammen angefangen war und für sie war das fest eingeplant für 2018. Sie hatte Umsatzziele damit verbunden, sie hat Zeitkontingent damit verbunden, auch all die Investitionen, die wir betrieben hatten zusammen. Und ich hatte das Gefühl, es ist meine Verantwortung, das unbedingt weiterzutreiben, weil ihr Glück, ihr Business-Erfolg, ihre Wartung einfach mit damit zusammenhängt. Und als ich mit meinem Coach, meiner Mentorin darüber gesprochen habe vor Weihnachten, habe ich gedacht, dass das eine, oder habe ich gesehen, dass das eine Schnapsrechnung ist, dass mein Business viel einfacher sein könnte, wenn ich den Ballast, wenn man so will, von diesem Programm für eine Zeit loslasse. In meinem Fall nicht für immer. Ich möchte das wieder aufnehmen in 2019. Aber für 2018 war es eher Teil des Rumpelungsprozesses, das loszulassen für das Jahr 2018. Und ich müsste mir dabei nicht nur ins Auge schauen und die Wahrheit zu mir selber sagen, sondern ich musste erkennen, ist, da die Entscheidungen, die ich treffe, für mein höchstes Gut, sind automatisch das höchste Gut von meiner Partnerin. Sie sind das gleichzeitig das höchste Gut für die Leute, die mir folgen, meine Fans und Followers, die mitbekommen haben, dass das Programm gelauncht werden sollte in 2018. Das heißt, immer wenn ich und immer wenn du etwas loslässt, weil es in deinem besten Gut ist, dann ist es in dem besten Gut der anderen. Also brauchst du keine Angst zu haben, für andere etwas beizubehalten, was dein Business komplex und überlastet macht im Außen. Und hier wäre meine Frage an euch, also der zweite Reflexionsbereich, nämlich, wo ist ein Bereich in deinem Business vielleicht, wo du etwas angefangen hast, ein Herzensprojekt, was dich total inspiriert hat, aber es ist Zeit, es loszulassen, aber du tust es nicht, du schaust die Wahrheit nicht ins Gesicht oder du weißt, dass es ansteht, das loszulassen, aber du hast Angst, andere zu verletzen, du hast Angst, dass es blöd ausschaut oder wie auch immer, also irgendwas hält dich davon zurück. Guck in deinem Business, schreib's mir hier in den Kommentarbereich, entweder jetzt sofort oder nachdem das Video vorbei ist. Ich glaube, mit den Live-Videos ist es schwierig, wenn man anhält für mehrere Minuten, deswegen werde ich einfach weitersprechen im Fall. Der dritte Bereich, wo ich reflektieren möchte, wo wir unser Business zu komplex machen, zu schwer und zu voller To-Dos, sind in den Bereichen, wo die grünen Papayas wachsen. Ich habe das heute einfach, ist mir diesen Begriff eingefallen. Ich weiß nicht warum. Es gab einen wunderschönen Film, ein japanischer Film, der hieß Der Duft der grünen Papayas. Wer es noch nicht gesehen hat, es war wunderschön. Jedenfalls, es geht um eine Frucht und diese Frucht, diese grüne Papaya, ist noch nicht reif. Also häufig, wenn ein Obst noch grün ist, ist es noch nicht bereit, dass wir das vom Baum nehmen, reinbeißen, was Saftiges rauskommt. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Würden wir das vom Baum holen wollen, es würde wahrscheinlich schwierig sein, das so runterzuholen. Würden wir es schaffen, wegzuweisen vom Baum, es zu trennen von seinem Zweig und wir reinbeißen würden, es wäre hart und womöglich auch bitter und gar nicht schmackhaft im Fall. Und so ist es oft in unserem Business, wenn wir grüne Papayas haben. Das sind Inspirationen oder Ideen für Projekte, für Programme, für Marketingaktivitäten, die zwar anstehen, irgendwann, aber die sind noch nicht reif für jetzt. Und anstatt diese Früchte reifen zu lassen, nehmen wir das Beispiel mit der Papaya. Ich habe keine Ahnung, ob Papayas auf Bäume wachsen. Ich werde das später nachschauen auf Google, aber ich denke schon. Stell dir vor, dieser
Papayas würden beginnen zu reifen und zu reifen und zu reifen und irgendwann mal würden sie die perfekte goldrosa Farbe bekommen und sie wären reif. Und wenn du hinlangst, die kommen einfach sofort in deine Hand, sie trennen sich sofort vom Baum. Und würdest du reinbeißen, wäre diese Saftigkeit, diese Süße, diese total tolle, reife Frucht. Und ist es so, aus meiner Sicht, in unserem Business, wenn wir immer genau zu den reifen Früchten greifen, die gerade dran sind, dann ist es einfach. Kennt ihr das, wenn ein Projekt, eine Idee, ein Programm, was du launchen willst, einfach reif und an der Zeit ist? Du greifst zu dem und du beginnst kleine Dinge nur zu machen in deinem Business, um das zu realisieren. Und es geht wie von alleine. Also Leute melden sich an, sie haben Interesse, sie kaufen, sie kommen in dein Programm. Es ist irgendwie total mühelos, weil wir zum richtigen Zeitpunkt gewartet haben. Das ist wirklich simple business. Waiting for the ripe fruit, waiting for the low hanging ripe fruit. Und wo es schwer und kompliziert ist, ist, wenn das Ding noch nicht reif ist, aber wir beginnen, Gedanken zu machen, wir beschäftigen uns damit, wir versuchen es zu forcieren und zu pushen und es werden zu lassen, obwohl es gar nicht an der Zeit ist. Und mein Beispiel dazu ist diese Videoserie. Ich hatte schon, ich weiß nicht wann, also vielleicht war es Frühling oder Sommer im letzten Jahr, 2017, begonnen darüber nachzudenken, über was macht dein Business einfach gegenüber komplex. Ich habe da draußen in den Markt geschaut und gesehen, wie alle diese Power-Launches machen mit ganz vielen klitzekleinen beweglichen Teilen. Und irgendeine Stimme in mir hat gesagt, es müsste auch was anderes geben und ich möchte auch jemand sein, der was anderes lebt und über was anderes spricht, um einfach ein größeres Bild darzustellen, was möglich ist im Online-Business. Und ich hatte auch ein Event im Kopf, also ein 5-Tages-Event, was ich machen wollte dazu vor Ort mit 5 oder 6 Personen hier in Frankfurt. Und ich habe begonnen in Dezember, Januar in Kennenlerngesprächen das Event vorzustellen. Und ich merkte, da beißt noch keiner an. Also da gab es ein bisschen Interesse dafür, aber eigentlich ist es noch nicht reif, ist es noch nicht saftig, ist es noch nicht so, dass ich darüber sehr klar sprechen kann. Es ist viel mehr eine Emotion oder ein Gefühl von einfachem Business, als dass es eine konkrete Sache ist. Und ich dachte mir, was ist der eigentliche nächste Schritt bei diesem Projekt, bei dieser Idee? Ja, es wäre dazu, das auszureifen, mit euch darüber zu sprechen, wenn ihr das hören wollt. Ich habe euch gefragt vor 2 Wochen, ob ihr darüber was hören wolltet. Und ihr habt ja gesagt. Und es fühlt sich total leicht und fließend an, jetzt in den nächsten Wochen einfach Themen zu eruieren mit euch, die mit einfachem Business zu tun haben. Und wir werden schauen, wann die eigentliche Reife erreicht ist für ein Event, ein Programm oder was auch immer es werden soll. Habt ihr das? Also Einfachkeit ist, sich nicht mit grünen Papayas so stark auseinandersetzen, sondern natürliche Reifeprozesse zu beachten und diese zu fördern und ganz leicht nach vorne zu gehen und nicht zu pushen und zu forcieren. Also wäre meine Frage an dich und euch an dieser Stelle, in diesem dritten Reflexionsbereich, wo geht ganz viel Energie, ganz viel Kraft, ganz viel Komplexität, was auch immer es für dich, wie du das empfindest, auf grüne Papayas, die einfach noch nicht reif sind? Wo hast du zum Beispiel eine ewige To-Do-Liste, die mit irgendwelchen grünen Papayas zu tun haben, wo du täglich drauf schaust, versuchst Dinge zu tun, aber es geht nicht voran, weil es einfach nicht reif ist und bist du bereit, das loszulassen? Gut, das war es von mir für heute. Und wenn du das annehmen möchtest, wirklich diese Hausaufgaben zu machen, dann würde ich dich einladen dazu, in dieser Woche wirklich in diesen 3 Reflexionsbereiche zu schauen. Besprich das mit deinem Erfolgspartner, mit einem Mastermind-Partner, mit deiner besten Freundin, mit deinem Ehepartner, was auch immer. Aber mach einen innerlichen Entrümpelungsprozess und schau, wo überhaupt
Dinge sich nicht leicht und flüssig und freudig sich anfühlen in seinem Business und schaue, ob es mit einem dieser drei Bereiche was zu tun hat. Es kann auch mit anderen Dingen zu tun haben, aber wir fangen hier einfach an. Okay? Und wie zu Anfang des Videos gesagt, schreib mir bitte unbedingt deine Erkenntnisse hier im Kommentarbereich, sodass A, ich in Verbindung mit dir bin und sehen kann, was du gerade tust und denkst und dass wir einfach connected sind und auch dadurch oder deshalb, damit du auch die Videos sehen kannst später in deiner Timeline. Also je mehr Kommentare hier drin stattfindet, desto mehr Diskussionen untereinander, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass die Live-Videos aus dieser Gruppe in deine Stream erscheinen und dass du die Live-Termine auch live miterleben kannst. So, also vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns diese Woche am Mittwoch. Ich werde heute eine Interviewpartnerin hier haben, die Svante Gebauer. Wir reden über ein ganz einfaches, kurzes Konzept für Online-Kongresse, die über das Wochenende gemacht werden können, anstatt über mehrere Monate. Also auch im Sinne des einfachen Businesses nehmen wir ein komplexes Konzept und schauen eine einfache Form an. Das wird am Mittwoch diese Woche sein und nächste Woche komme ich zurück und frage nach den Hausaufgaben von dieser Woche und bringe das nächste Thema. Euch einen schönen Abend und bis sehr bald. Tschüss!